Die Sonne scheint. Ich bin gerade aufgewacht und ich habe richtig Bock auf Frühstück. Jetzt gibt's Zampa. Zampa ist ein Nahrungsbrei, der aus gerösteter Gerste hergestellt wird. Circa 250 Gramm von der Gerste auf einem Backblech ausbreiten. Eine Stunde durchbraten und zwischendurch immer mal wieder schwenken. Die Stunde ist um. Jetzt wird die Gerste nochmal richtig intensiv in der Pfanne geröstet. Das gibt nochmal ein ganz spezielles Aroma. Nun ist die Gerste perfekt durchgeröstet und zur Abkühlung stellen wir sie jetzt erstmal zunächst auf den Balkon. Früher habe ich die Gerste häufig mit der Hand gemahlen. Heute mache ich nur noch meine Haferflocken hier mit. Jetzt habe ich eine moderne Kaffeemühle. Jetzt kommt die zweite. Diese schöne Ausbeute an, diese Röstaromen. Im nächsten Schritt müssen wir das Zampa mit einer wirklich kleinen Prise Meersalz versehen und Margarine hinzufügen. Jetzt fehlt uns nur noch der schwarze Tee und unseren Zampa richtig zu genießen. Rein in das Sieb und dann Wasser drüber kippen. Während der Tee seine 2 Minuten braucht, habe ich den Zampa bereits in den Schälchen festgedrückt, damit wir gleich den Tee dazu perfekt reingießen können und zusammen verspeisen als eine morgendliche Powernahrung, die sondergleichen ist. Um den Tee zu süßen, nehmen wir so richtig schön Vollrohrzucker, der quasi eine leckere Note dem Ganzen gibt. In die Schale mit den bereits vorgefertigten leckeren Zampa-Flocken. Nun warten wir ein wenig, bis wir den Tee in einer angenehmen Temperatur abschlürfen können, um danach die oberste Schicht mit dem Löffel von dem leckeren Zampa uns einzuverleiben. Diesen Geschmack erreichst du wirklich nur mit diesem Rezept. Und jetzt die oberste Schicht mit dem Löffel abnehmen und in den Mund und draufgießen. Warten, durchatmen. Genießen. Selbstgemacht ist das, was sich lohnt, da hier die wirklichen Röstaromen zum Vorschein kommen und ein wenig Zeit vorm Essen ist ja wohl kein Problem. Kann ja wohl jeder mal vorm Essen auch den Herd anmachen. Drei ganz besondere Komponenten kommen zusammen: das Karamellaroma aus dem Vollrohrzucker, das Gerstenröstaroma und natürlich nicht zu vergessen, der Schwarztee an sich machen dieses tibetanische Nahrungsmittel zu einem Frühstückserlebnis sondergleichen. Zampa, das tibetanische Nahrungsmittel, schmeckt nicht nur in Tibet, sondern auch in Bochum. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken für das wunderbare Rezept von meinem sehr guten Freund Alf aus Offenbach. Danke, Alf.